Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Generation Zero, der Commodore. Das ist natürlich nicht der Commodore, sondern der Kommando. Ach so, na dann, der Omega-Kommando. Wir haben einen neuen Bunker. Wo bin ich denn hier eigentlich? Wirklich, haben wir hier zum letzten Mal aufgehört zu spielen? Kann mich nicht erinnern. Wo bin ich? Wo sind wir hier? Was? Hilfe! Okay, der Bunker stimmt, aber in welchen Teil des Bunkers bin ich denn hier gelandet? Ich würde gern wieder zu unseren Werkbänken und so. Ah ja, hier ist unsere Kommandozentrale. Okay, cool. Das ist gut. Ich mach vorsichtshalber die Tür zu. Man weiß ja nie. Ganz genau, Katze. Kommt gerade rein und miaut ganz laut. Beschwert sich. Ich weiß nicht, was hier wieder nicht passt. So, jetzt schauen wir mal, was machen wir denn jetzt? Jetzt recycle ich mal Zeug, das ich nicht mehr brauche. Gucken wir mal in unsere Kiste. Schwupp. Da habe ich bestimmt ein paar Sachen drin, die weg können. Ich glaube sogar alles. Jetzt, bevor wir recyceln, gehe ich aber mal schnell ins Inventar und jetzt gucken wir nochmal wegen Ergänzungen. Nix. Hey. Nix, 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 nix. Nix, nix. Ah ja, gut. Ah ja, da müssen wir doch mal schnell gucken. Unser Scharfschützengewehr könnten wir jetzt auch ein 4- bis 8-fach Zielfernrohr. Ergänzung wird bereits von einem anderen. Ach so, aber 4- bis 8-fach ist ja eine viel größere Vergrößerungsstufe, oder? Das sehe ich schon richtig. Okay, da kann ich den kleinen braunen Kasten problemlos anvisieren. Und jetzt muss ich mal schnell schauen. Ja, doch. Das einfach, also das auf der niedrigsten Stufe einfach vergrößert, wäre eher fürs Maschinengewehr geeignet. Und für unser Jagdgewehr nehmen wir dann das mit Super Zoom. Super Zoom! Okay. Was ist mit dir? Nix. Soweit. Genau, jetzt haben wir hier noch die hier. Nee, warte mal. Die haben wir. Das Schrotgewehr und das Automatgewehr. Die beiden heben wir auf, die kommen nicht weg. Die sind noch gut. Die benutzen wir. Nee, komm, aufs Schrotgewehr brauchen wir, glaube ich, kein Zielfernrohr. Ich glaube, das macht nicht super viel Sinn. Aber hier machen wir ein 1x4 Zielfernrohr. Moment, warum ist das denn besser? Inwiefern ist das 1x4 Zielfernrohr denn besser als das da? Und warum wurde uns das vorher nicht angezeigt? Aber wirklich, warum ist das besser? Kann das... Zoomt das besser oder wie? Ich glaube, das ist eigentlich... Weiß ich nicht. In dem Fall macht es wahrscheinlich gar keinen Unterschied. Ach so, aber ich bin blöd. Wir wollten ja hier sowieso das Größere. Genau. Ich habe übrigens tatsächlich Feedback bekommen zum Thema Fallschaden. Ich habe doch in einer der letzten Folgen mal wieder über Fallschaden gerantet. Und der Moonshadow hat sich gemeldet und hat Fallschaden verteidigt. Und eine Sache habe ich tatsächlich vergessen oder habe ich nicht angesprochen in dem Video. Es gibt nämlich eine große Ausnahme für Fallschaden. Da habe ich schon öfter drüber geredet, aber in dem letzten Video nicht. In meinem letzten Rant habe ich das ausgelassen, das Thema. Es gibt Spiele, die haben
vom Kernkonzept her ganz, ganz stark im Fokus eine starke Vertikalität in ihrem Weltdesign. Und das verknüpft mit entweder einem starken Survival-Aspekt oder aber auch einem starken Erkundungsaspekt vielleicht. Oder hey, ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Game Sound funktioniert. Und ich kann das jetzt während der Aufnahme gar kaum überprüfen. Wartet mal schnell. Mir fällt nur gerade ein, ich habe umgesteckt und dann hören wir keinen Spielsound. Auf jeden Fall, um den Gedanken noch schnell zu Ende zu führen, während ich hier die Einstellungen bei meinem Aufnahmegerät schnell live verändere. Shit. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß schon, was ich mache. Achtung. Das ist jetzt gewagt. Aber es könnte den Sound wiederherstellen oder die ganze Aufnahme bis jetzt quasi kaputt machen. So, eins von beiden ist jetzt wahrscheinlich passiert und ich werde es erst rausfinden, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin. Juhu! Also, genau. Und wo eben das Durchqueren der Welt ganz stark im Zentrum steht und ganz stark im Mittelpunkt steht. Und da macht Fallschaden natürlich nicht nur Sinn oder ist nicht nur meiner Meinung nach gestattet oder akzeptabel, sondern dann kann Fallschaden sogar wichtig sein. Zum Beispiel natürlich bei Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild, ganz stark, ganz klar. Da ist es natürlich total wichtig, weil da auch die steilen Cliffs, egal ob man jetzt an den hochklettern muss oder an den runterklettern muss, sind hier ganz wichtige natürliche Game Design Hindernisse, die es zu überqueren gilt. Das ist die Aufgabe und das ist das Hindernis, das einem das Spiel in den Weg stellt. Also das ist ganz klar. Das gleiche gilt für Death Stranding zum Beispiel. Aber auch bei anderen Spielen, die mir gerade nicht einfallen, macht das, finde ich, sehr viel Sinn. In beispielsweise Witcher 3 oder hier in Generation Zero nicht. Da macht das absolut keinen Sinn und ist einfach nur ein nerviger Störfaktor. Ich lasse es mir sogar aus dem Rollenspielaspekt in Witcher 3 noch eingehen, aber eigentlich nicht, nee, eigentlich nicht. Sodala. Wir können Kleidung herstellen, die keiner braucht. Weil sie nicht besser ist als irgendwas von dem, was wir schon haben, oder? Keine Pläne verfügbar, steht da unten. Was ist denn? Ach, das kann ich gar nicht herstellen. Warum wird es mir dann überhaupt angezeigt? Ist das das, was ich besitze? Aha. Und die könnte ich jetzt herstellen, die Flugwestenjacke. Das verstehe ich noch nicht so hundertprozentig. Naja, okay. Und hier können wir theoretisch Munition herstellen, aber auch hier habe ich noch nicht viel. Einfache Erste-Hilfe-Sets. 10 Stück gleich. Meine Güte, die kann man aber spammen, die Erste-Hilfe-Sets, wenn man will. Nicht schlecht. Na gut, jetzt gucken wir mal, was alles in unserer Box landet. Die Schrotflinte. Das Dingy. Der Baseballschläger. Theoretisch ganz viel Munition hier. Aber ich habe ehrlich gesagt, nee, kein Bock, hier zu sortieren. So viele Fallen und Gimmicks und Sachen. Ah, hier, genau. Kompensator für Faustfeuerwaffen. Wenn ich nur wüsste, was eine Faustfeuerwaffe ist. Moment mal, ich habe hier noch ein Vierfach-Zielfernrohr, ein 1-4-Zielfernrohr. Das können wir zerlegen. Das wird zerstört, vernichtet. Vernichtung! Wartet mal. Die wird nicht vernichtet. Das kommt nämlich von der Waffe, die ich gerade reingeschoben habe, stimmt's? Ich glaube nämlich schon, das wurde automatisch abgenommen, als ich die Waffe eingelagert habe. Mich hat schon gewundert, deswegen ist es hier. Warte mal noch, alle Gegenstände ablegen? Nee. Mein Schrott wird da automatisch da drin gelagert? Ich glaube schon.
Unser Gewicht sieht einigermaßen vielleicht okay aus. Kleidung wiegt anscheinend nicht, so wie es aussieht. Weil sonst wird das hier schon viel wiegen alles. Na schön, yo. Dann versuche ich mal wieder einen Weg aus diesem Bunker zu finden, was wahrscheinlich gar nicht so leicht wird. Wir könnten mal kurz auf die Karte schauen, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Wir haben jetzt mehrere Ziele. Wir haben hier oben unsere mittlerweile 3 Nemesis-Superkampfbots, die wahrscheinlich echt krass sind. Wir haben hier eine Nebenmission. Hier gleich 2 Hauptmissionen direkt nebeneinander. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Das machen wir. Das ist eh die, die ich auch gerade aktiviert habe. Sonst würde mir die wahrscheinlich gar nicht angezeigt werden. Ich mache mal noch zusätzlichen Wegpunkt. Warum auch nicht? Jetzt schauen wir mal, dass wir hier aus unserem Bunker wieder rauskommen. Also scheinbar sind diese Informationen veraltet, dass Gegner neu spawnen. Gerade hier in den Bunkern und so. Und das ist sehr, 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 sehr gut. Ich kann euch gar nicht sagen, wie gut. Oh, aber die Tür ist leider versperrt. Oh, das ist schade. Ich hasse Spiele, in denen Gegner einfach so nachspawnen. Das ist einfach nur nervig, finde ich. Und nie gut. Und ich meine, ich kenne die Argumente für neu spawnende Gegner, dass man dann grinden kann zum Beispiel und hochleveln, dass die Welt nicht so leer und langweilig wird und so weiter und so fort. Aber meiner Meinung nach sind das alles nur Symptome von schlechtem Game und schlechtem Weltdesign. Wenn du respawnende Gegner brauchst, damit deine Welt interessant bleibt, dann ist das eigentlich ein Armutszeugnis für deine Welt. Da bin ich knallhart. Ich habe kein Fahrrad. Es gibt Gegner, es gibt Spiele, da stört mich das Nachspawnen von Gegnern weniger. Und es gibt Spiele, da stört es mich sehr. Es gibt einfach Welten, die würde ich gern aufräumen. Und da stört mich das Respawnen furchtbar. Das gilt zum Beispiel für Fallout. Bei Fallout 3 und Fallout 4 stört mich das Respawnen von Gegnern irrsinnig. Nervt mich furchtbar. In der offenen Welt meinetwegen, weil da wandern natürlich verschiedene Gruppen rum und sowas, das passt schon. Aber in den Locations, da räumt man ein Raider-Lager aus und eine Viertelstunde später ist wieder alles voller Raider. Was soll denn das? Das macht keinen Spaß. Naja, das macht meine ganzen Handlungen sinnlos und kaputt. Wie gesagt, in der offenen Welt ist es okay, wenn da ein bisschen Zufall drin liegt und nicht immer die gleichen an den gleichen Orten erscheinen. Dann kann ich da eher damit leben mit sowas. Noch so ein Trend, der mir persönlich gar nicht gefällt, ist Balancing. Dadurch, dass immer mehr Spiele zum Multiplayer neigen, ist gutes Balancing des Equipments zu was Wichtigem geworden. War es früher überhaupt nicht und ist meiner Meinung nach eher ein Hindernis für spaßiges Game Design, Balancing. Ich finde ein gutes Spiel darf ruhig total übermächtige Waffen und total nutzlose Waffen haben, weil der Spaß dann drin liegen soll, dass der Spieler selber rausfindet, was von dem, was er findet, jetzt mit welcher Strategie besonders effektiv ist und welche Sachen, die er findet, vielleicht gar nicht so sinnvoll sind, auch wenn sie den Anschein haben. Das ist für mich, das kann für mich sogar sehr gewinnbringend für ein Spiel sein und das macht quasi zu gutes Balancing kaputt und dann wird es einfach egal, was du findest und was du ausrüstest, weil alles ist sowieso irgendwie immer gleich gut, dann macht auch das Rumexperimentieren und das Erkunden keinen Spaß. Ich meine, solche Spiele, wie ich sie beschreibe, gibt es ja zum Glück immer noch und gab es schon immer, kann man sich natürlich dann schon auch einen ordentlichen Batzen Spaß kaputt machen, wie die Souls-Spiele beispielsweise, wenn man irgendwelchen Guides oder Videos nachguckt, was jetzt die beste Waffe ist und was jetzt die beste Strategie ist und so weiter, dann geht halt der ganze Gameplay Aspekt verloren
Und das finde ich schon auch problematisch, das muss ich sagen, weil die Souls-Spiele haben ja eine Multiplayer-Komponente. Fremde Spieler können ja in deine Welt eindringen und dich angreifen. Und da hat dann jeder, da gibt es dann zwei, drei Builds und die hat jeder, weil die besonders effektiv sind gegen andere Spieler. Und das ist dann natürlich blöd. Das ist natürlich schlecht. Aber, naja, mein Gott, das ist halt dann so. Da kann man nichts machen. Das ist was, das ich nicht wirklich verstehen kann, weil in solchen Spielen liegt für mich eben der Fokus und das Interesse ganz stark am Erkunden und mir macht das auch wirklich überhaupt keinen Spaß. Auch bei Gwent oder sowas, wie viele Leute da quasi mit vorgefertigten Decks spielen, also Decks, die sie sich irgendwo im Internet ansehen, die besonders effektiv sind, das verstehe ich einfach nicht. Wirklich, da, ich meine, soll jeder natürlich spielen, wie es ihm Spaß macht. Aber ich verstehe nicht, wo da der Reiz liegt. Liegt dann der Reiz im Gewinnen vielleicht einfach, oder? Wahrscheinlich. Naja, warum nicht? Aber für mich liegt halt da der Reiz eben ganz stark im selber Strategien rausfinden und selber Decks zusammenstellen und die zu testen gegen Spieler und gegen andere Strategien. Das ist da für mich eher im Fokus. Und so ist es eben auch bei zum Beispiel Dark Souls. Der Reiz liegt da eben drin, dass ich verschiedene Waffenkombinationen, verschiedene Rüstungskombinationen, verschiedene Zauber teste an den Bossen, an denen ich nicht weiterkomme und gucke, was ist besonders effektiv und was ist besonders sinnvoll und was macht nicht so viel Sinn. Und vielleicht auch Waffen, die ich schon ganz vergessen habe, weil sie an der und der Stelle nutzlos waren, kommen mir plötzlich wieder ins Gedächtnis und ich denke mir, ach ja, genau, stimmt. Da war ja was, das könnte jetzt in der Situation voll Sinn machen. Das ist für mich der Reiz und der Spaß an solchen Spielen. Und durch zu viel Balancing, durch zu viel Ausgleichen und zu viel darauf achten, dass ja nichts irgendwie mächtiger ist als was anderes, geht das verloren. Und das finde ich furchtbar schade. Ich bin gegen Balancing. Aber es gibt halt auch Leute, das ist eben genau das Problem. Bleiben wir nochmal beim Dark Souls Beispiel, weil hier ist halt wirklich der Fokus für mich ganz klar der Singleplayer. Ab und zu bei einem schweren Boss beschwöre ich vielleicht mal einen Helfer, einen Freund oder ich biete auch bei einem Boss, den ich besonders gut kann, meine Dienste als Helfer an, damit man Koop die Bosse macht. Das ist nett, das ist cool, das passt schon. Aber viele Spieler spielen die Souls-Spiele tatsächlich mit einem starken Fokus auf kompetitives Spielen. Und das ist was, das verstehe ich gar nicht. Das ist mir komplett fremd. Das entspricht überhaupt nicht meinem... Also, das macht mir null Spaß und ich verstehe es nicht. Aber, wie gesagt, ich will das nicht schlecht reden. Ich sage nur, spricht mich so gar nicht an. Deswegen bewerte ich solche Spielmechaniken und solche Inhalte immer ganz stark natürlich aus der Singleplayer-Perspektive. Weil ich den Multiplayer, die Multiplayer-Aspekte meistens komplett ausblende. Sowohl bei Fallout 76, das ist für viele ein Multiplayer-Spiel, kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß schon, da laufen andere Leute in meiner Welt rum, aber ich verstehe nicht, warum eigentlich. Das ist für mich ein Singleplayer-Spiel und so spiele ich das und so bewerte ich das auch. Und so ist es auch bei den Souls-Spielen, dass dann immer wieder die gleichen Leute mit dem gleichen Equipment in meine Welt kommen und mich töten, weil sie super effektiv gegen andere Spieler sind, ist nervig, aber naja, mein Gott, damit kann ich leben. Das sind die Vorteile, die damit einhergehen, mit diesem Rumtesten und Rumexperimentieren und den unterschiedlichen Waffen, sind da einfach viel größer und entscheidender für mich. Da kann ich mit diesem kleinen nervigen... Also am liebsten wäre es mir, wenn man den kompetitiven Multiplayer aus Dark Souls komplett entfernen würde, weil das ist nur nervig eigentlich. Wenn dann irgendwo wieder auftaucht, das und das Phantom hat deine Welt betreten, ist es so, okay, dann sterbe ich halt jetzt schnell. Oder ich reiß schnell irgendwie zurück und ne, cancel den einfach oder so. Aber es ist halt nur nervig. Ich würde das gerne ausschalten. Ich habe auch das erste Dark Souls komplett im Singleplayer durchgespielt. Damit macht man sich zwar manche Bosse extrem schwer, weil ne, das Koop-Feature ist schon sehr hilfreich bei sowas. Aber gleichzeitig wird man nicht dauernd von irgendwelchen komischen Leuten angegriffen, die nur nerven. Und das ist schon nicht schlecht. Ach, du lebst! Nummer 5 lebt! Nicht mehr. Nummer 5 ist tot.
Ah. Interessant. Muss ich hier irgendwie Höhe ausgleichen? Hat die Waffe nicht genug Reichweite oder woran liegt's? Woran liegt's, dass ich hier gar nicht treffe? Ah, das hat getroffen. Und jetzt? Was ist das? Naja, genau. Mir ist nämlich aufgefallen, dass in manchen Spielen manche Redaktionen, manche Tester immer wieder als negatives Kriterium schlechtes Balancing aufführen. Und das finde ich schade, dass das von vielen schon als negativ jetzt betrachtet wird. Weil in Wirklichkeit ist das gut. Weil ich habe immer recht. Und alle anderen haben immer nie recht. Niederschrift einer militärischen Übertragung. Marinestützpunkt Zaltholmen. 1989, 11. bis 10. Warte mal, was? Ach so, da ist das Datum so komisch. Warum schreiben die das so komisch? Ist das jetzt der 10.11. oder der 11.10.? Wir werden es wohl nie rausfinden. Und, was noch viel wichtiger ist, wen interessiert? Versorgungskonvoi 271 wird vermisst. Seit 12:27 Uhr. Die letzte bekannte Koordinate sind auf der Basquerstraße in der Nähe von Grentrup. Ursache der Funkstelle unbekannt. Wiederholte Versuche und so weiter. Bla bla bla. Okay, wir haben, glaube ich, eine Nebenmission gefunden. Genau. Wie ducke ich mich denn gleich nochmal? Ah ja, okay. So. Oh, da geht's jetzt dann schon hier in Richtung Super Boss Lords. Hey, können die zufällig so wandern, dass ich dann gegen zwei oder alle drei gleichzeitig kämpfen müsste? Das wäre nämlich ziemlich gemein. Ein Busch im Haus. Eiderdaus. Ah, ich wollte gerade sagen, das Haus sieht nicht echt aus. Das sind keine echten Türen. Aber doch, anscheinend hatten die Soldaten, die hier stationiert waren, echt irgendwie ein Faible für so große Büsche im Haus. Die haben anscheinend extra überall so kleine, winzige Löcher in den Boden gebaut, dass gerade so die Büsche durchwachsen können und haben dann zugeguckt und sich gefreut. Jedem das Seine. Hat eh nur Metallschrott und im besten Fall ein bisschen Munition, was soll's. Oh, Licht aus. Geduckte Position einnehmen. Waffe wechseln. Oh, das ist ein großer, oder? Ich schieße ihm die Augen aus. Das ist gar kein großer. Irgendwas hat mich da gerade gesehen oder gehört oder gefühlt. Wer weiß, was Roboter so fühlen den ganzen Tag. Der sah so komisch aus. Warum sah denn der so komisch aus, als ich vorher rangezoomt habe? Ich dachte echt, das wäre irgendwie was anderes. Ah. Ha! Da. Mehr Stuff. Noch mehr Stuff. In diesem Setting und diesem Spielgerüst steckt ein sehr, sehr gutes Spiel.
Aber soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, ist das Generation Zero leider nicht ganz. Aber ich finde schon allein das Setting und so hat schon seinen Reiz. Das ist halt allein deswegen schon schön. Aber wie so oft viel Potenzial. Habe ich den jetzt irgendwo hingestellt? Hä? Wo habe ich die denn hingestellt? Habe ich die jetzt runtergeworfen? Sind die gerollt? Sind die physikalisch? Ich weiß. Oh! 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 Schön. Wo ist deine Schwachstelle, mein Freund? Das würde ich gerne wissen. Irgendwas ist explodiert. Das sah gut aus. Oh ja, gut. Wo sind meine Heil-Items? Wo sind meine Heil-Items da draußen? Alter, ich glaube, wir sterben heute hier. Oh, da ist ja noch einer direkt neben mir. Oh, shit. Oh, shit. Au, ah, au, ah. Hilfe. Heilung. Nochmal heilen. Nochmal heilen. Nochmal heilen. Wir haben's ja. Der ist aber böse. Oh, oh, keine Munition mehr für das Ding. Oh, das ist ja ungünstig. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Aber satt waren sie immer noch nicht. Da kommt noch mehr. Wir machen heute wieder eine Doppel- oder Dreifachfolge, merke ich so. Warum nicht? Wenn ich gerade drin bin, ne? Dann unterbrechen wir jetzt nicht. Ist ja wurscht. Im Grunde. Oder? Oder findet ihr das doof? Könnt ihr mir gerne mal sagen, ob ihr das doof findet oder okay findet oder vielleicht sogar cool findet, wenn wir einfach ab und zu eine Doppel- oder Trippelfolge draus machen. Weil im Endeffekt bleibt sich's ja, ne? Ändert sich ja nichts an der Gesamtlänge. Aber ich muss nicht so viel Unterbrechungen machen. Wenn es läuft, wenn man gerade hier, gerade jetzt in dem Spiel, wo ich nicht pausieren kann, also wo ich nicht sagen kann, so hier an der Stelle, zack, speichern wir jetzt und fertig. Und dann geht es genau da wieder weiter. Gerade da macht das ja natürlich schon auch Sinn, finde ich. Die Waffe hätte ich gern, danke. Das war jetzt eine schwere Geburt. Ich glaube, da ist noch eine Drohne, die nach mir sucht. Kann das sein? Aber wo denn? Das war knapp, ey. Was für ein Monster, gegen das wir da kämpfen mussten. Ich habe jetzt schon Angst vor den bösen... bösen... Warte mal, das ist ein Hund. Ja, das war keine Drohne, das war ein Hündchen-Bot. Ein Robobot. Ne, warte mal, was? Ein Robodog, wollte ich sagen. Kein Robobot, das wird doppelt gemoppelt. Okay, vielleicht sollte ich mir für die Zukunft, wenn solche Kämpfe wieder ausbrechen, neue Sekundärwaffen auf meine Shortcuts legen. Wie zum Beispiel, ich glaube, weiter unten habe ich Fancy Shit Giftgasbehälter. Tut das Robotern irgendwas? Aber eine große EMP-Zelle zum Beispiel und Landminen. Das könnte helfen, wenn es ernst auf ernst kommt, denke ich. Ich glaube, wenn der auf ein, zwei Landminen getreten wäre, der Große, das hätte wahrscheinlich schon geholfen. Der läuft irgendwie auf mich zu, oder? Woher weiß denn der das? Ah, Spinnentier.
Ich hoffe, das funktioniert überhaupt, dass ich mehrere von denen gleichzeitig esse und dann heilen die mich auch insgesamt den höheren Betrag. Aber es sieht so aus, als ob das funktionieren würde. Mann ey, hier jetzt im Regen sieht man echt kaum was. Auf jeden Fall war unsere Mission gerade, dass wir 5 Gegner eliminieren. Na, wenn das wirklich alles ist, dann kein Problem. Oh, ist unser Zielfernrohr kaputt gegangen? Oh, cool. Also ich meine, blöd. Aber dass das sein kann, finde ich jetzt schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, das gefällt mir schon jetzt, aber ist auch ein bisschen doof. Sowieso ein bisschen doof, dass wir keine Munition mehr für unser Maschinengewehr haben und ich habe unsere Schrotflinte nicht mitgenommen. Eieiei. Aber ich muss eben dazu sagen, was ich vorher schon angesprochen habe, wenn ich sage, in diesem Spiel hier steckt ein gutes Spiel, es ist nur leider keins, muss man immer davon ausgehen, wenn ich sowas sage, ich gehe hier von einer reinen Singleplayer-Experience aus. Wenn man irgendwie mit 3 Freunden gemeinsam das Spiel irgendwie so, ne, jeden Samstagabend gemeinsam spielt, dann ist das Erlebnis ein ganz anderes. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe keine Freunde. Dammit. Und schon bewegt er sich. Oh oh. Wo kommst du denn her, Spinnemensch? Das gibt's doch gar nicht. Eieieiei. Jetzt haben wir sie aufgeweckt, die Horde. Dammit. Ah, mach doch nicht dauernd so kleine Sidesteps, du Arsch. Ah, ich hasse es. Hey, was ist denn das bitte? Oh oh. Okay. Das war lustig. Und wild und laut und bunt. Bald kann ich euch hacken mit meinem Fernglas. Glaube ich zumindest. Ehrlich gesagt, ich habe ein Fernglas ausgerüstet, oder? Hätte man mal testen können, was ich damit jetzt wirklich machen kann. Leider denke ich immer an solche Skills gar nicht. Wenn dann die Action kommt, dann Waffe raus und bam, 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 bam. Vielleicht hätte ich mich doch auf Waffen spezialisieren sollen. Hm, tja. Zu spät. Jetzt bin ich schon ein Hacker, der nicht hackt. Ein Hacker, der niemals vergisst, nicht zu hacken, bin ich jetzt. Ah, hier sind... Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Es gibt so viel zu durchsuchen hier. So viele Häuser. Ich fange damit an, dass ich den Wegpunkt mal entferne. Und dann, glaube ich, gehen wir einfach mal ein bisschen... Klappern wir ein bisschen mal die Häuser ab. Viele davon werden eh wieder nicht echt sein. Habe ich schon wieder Munition eigentlich zufällig für dich? Nein! Cool. Irgendwas hat mich gesehen und dann ist es verschwunden. Ist da irgendwo ein Spinnentier in den Häusern hier drin oder so? Hello? Somebody there?
gruselige Gruselwuselgeräusche hier. Wuselige Wuselgrusel. Gewusel. Platsch. Aha. Irgendwas ist da in dem Haus, glaube ich, in der Lagerhalle. Da wäre ich jetzt eher als nächstes reingegangen. Aber ich glaube, dann schaue ich vorher kurz hier rein noch. Warum liegt hier Stroh? Gehen wir schnell raus, bevor es USK 18 wird hier drin. Moment mal, ab wie vielen Jahren ist das Spiel hier? Man schießt auf Roboter, oder? Das dürfte nicht so schlimm sein. Hallo. Ich weiß genau, dass hier irgendwo ein Roboter drin ist. Brauchst gar nicht so tun. Spiel. Oder auch nicht. Vielleicht ist er auch hier hinterm Haus. Anscheinend sogar. Ha, da muss ich wohl alles zurücknehmen, Spiel. Sorry. Ich brauche schon wieder noch mehr Heilung. Ich sollte mir angewöhnen, mich nach dem Kampf wirklich regelmäßig zu heilen. Hallo! In dem Haus. Also entweder im oberen Stockwerk oder doch draußen irgendwo, oder? Das ist irgendwie ein Bug und es ist durch eine Wand durchgeglitscht oder so. Mysteriös. Det menschliches et fella. Hä? Was? Ah, da steht's. Irren ist menschlich. Der Mensch liegt et fella. Aha. Wenn man's weiß, erkennt man die Ähnlichkeit. Kann man sich's herleiten. Anscheinend hat echt in dieser Zukunft, in der wir sind, IKEA das Bauen ganzer Häuser übernommen. Nicht mehr nur Möbel. Weil alles hier in Schweden ist einfach immer das gleiche Haus, nur ein bisschen anders eingerichtet. Aber selbst das nur manchmal. Und dann gibt es halt manchmal so Extrazimmer oder mal ein Zimmer weniger oder mal ein Balkon woanders. Aber im Großen und Ganzen sind alle Häuser immer genau gleich. Nicht schlecht. Das können die Schweden. Ich höre doch die ganze Zeit hier noch einen Roboter rumklicken und rumsurren. Und der macht mich wahnsinnig. Ich kann mich nicht in Ruhe umgucken, solange ich weiß, dass hier noch irgendwas rumfleucht. Was ist denn los hier? Ist der da oben irgendwo? Da in der Richtung ist der. Ach so, ne, dann. Ich glaube, dann kann der mich mal mit freundlichen Grüßen. Die kleinste Wellblechhütte der Welt.
Finde heraus, was den Funkverkehr stört. Oh, hier sind mir echt irgendwie zu viele Gebäude, ey. Ich habe gar keinen Bock, mich hier überall umzuschauen. Aber andererseits brauche ich die Munition und die Waffen. Und ja, ihr habt gerade richtig gehört. Ich habe keinen Bock zu looten. Und das ist das Problem, das das Spiel für mich so ein bisschen hat. Das ist nicht so richtig motivierend, hier sich umzusehen. Weil man filtert halt hier 9 Schuss, da 8 Schuss, da 5 Schuss, da 4 Schuss, da ein Lappen, da ein Heilpäckchen, da 9 Schuss. Und das ist nicht das motivierendste Loot-System, muss ich sagen. Aha. Ich hätte vielleicht ein bisschen weiter weggehen sollen. Oh Mann, ey. So, jetzt funktioniert aber das Funksignal dafür wieder, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Funkmasten im westlichen Teil. Ni behöver veta vad som ligger bakom de här störningarna omgående och huruvida det är förberedelse inför ett angrepp. Vår framgång bygger på er framgång. Jag behöver nog inte understryka detta. So. Na dannchen, Popanchen. Lass mich mal nochmal schnell gucken. Wir mal hier. Karte, Popate. Okay, hier oben. Eine andere Burg. Irgendwie wird zur anderen Burg. Die wird sich freuen. Die andere Burg. Jetzt haben wir da noch schnell rein, oder? Da brennt noch Licht. Und dann geht's da lang. Ich finde den subtilen Soundtrack in diesem Spiel echt nett. Aber manchmal kann ich das Getrommeln im Soundtrack nicht mit Umgebungsgeräuschen kann ich nicht differenzieren. Das ist nicht optimal. Oha. Geht da etwa schon wieder in einen Bunker? Ist mit der anderen Burg ein anderer Bunker gemeint? Weil vielleicht ist dann der Gegner, der mich da die ganze Zeit gehört hat, nicht oben, sondern im Stein. Das könnte sein. Tja, naja Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Schluss, weil mir gerade eingefallen ist, dass ich gar nicht genau weiß, ob die Folge auch wirklich richtig aufnimmt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.